Hallo YouTube, mein Name ist Jim Panse. Es ist hoffentlich gerade erst 14 Uhr am Sonntag, denn das heißt, es ist wieder Zeit für den aktuellen Battlefield 4 Feldversuch. Und was ist das genau? Ja, Battlefield 4 Feldversuch, das ist die Serie, bei der ihr über Kommentare bestimmen könnt, welche Waffe und welches Setup ich in der nächsten Folge zu spielen habe. Wie das Ganze geht für euch, ist natürlich total einfach. Postet einfach euren Wunschvorschlag unten in die Kommentare ein und bitte, ganz wichtig, votet auch andere Setup-Vorschläge nach unten oder nach oben, je nachdem, wie gut sie euch gefallen oder wie gut ihr sie vielleicht nicht hier gerne sehen wollen würdet. Nur so kann das Ganze funktionieren. Erstmal herzlichen Glückwunsch, wir haben es geschafft. Es ist ein Combo-Breaker, denn wir haben den Swiss HD endlich mal mit seinem Setup nicht gewinnen lassen. Sehr, sehr geil. Ich habe nichts gegen Swiss HD, aber wenn er immer nur im Prinzip die ordentlich richtig geilen Setups postet, dann wird es nach der Zeit doch ein bisschen eintönig. So, wir haben ein Setup gepostet bekommen. Mit 123 Votings hat es gewonnen. Und zwar ist es Akendran oder Akendran. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Mal wieder. Er hat sich gewünscht, Sneaky Bitch Loadout, die L85A2 mit Coyote, grüner Laser, Schalldämpfer und Kurzgriff. Das habe ich alles. Dann Compact 45 mit Delta. Das habe ich leider nicht, aber ich finde das Scope nicht so wirklich wichtig. Grüner Laser, da habe ich einen anderen farbigen Laser. Das ist für mich auch unerheblich. Und natürlich Schalldämpfer, den habe ich natürlich dran. Dazu das große Medkit und den Defi-Flash und das offensive Field-Upgrade. Sehr effizient in Rush, flankieren, die Gegner von hinten auftreiben, bla bla bla, möglichst nicht gespottet werden, denn sonst ist die Bitch nicht mehr ganz so sneaky, trotz Schalldämpfer. Ja, hat er absolut recht. Also, ich habe das Ding gespielt und ganz ehrlich, die L85A2 ist eine meiner Lieblingssturmgewehre. Ich habe nicht zuletzt weit über, ich glaube, schon fast knapp 900 Kills mit der Waffe gemacht. Das ist bei mir, ich glaube, die Waffe mit den drittmeisten Kills. Also, dieses Gerät ist mir absolut nicht fremd. In dieser Ausführung, also mit Laser, Schalldämpfer, Kurzgriff, ja, und Visier spielt ja jetzt mal gar keine Rolle, also das hat gar keine Auswirkung auf die entsprechende Waffe, ist das Ding immer noch der Hammer. Ihr werdet es hier sehen, ihr werdet hier zwei, drei Situationen sehen, wo ich Leute auf weite Entfernung, also jetzt hier gezielt auf dieser Map hier, einfach nur so ausschalte und auch wo ich Leute auf nächster Nähe zwei, drei Kills direkt hintereinander machen kann, überhaupt gar kein Problem. Spielt es nach, es lohnt sich wirklich. Spielt es wirklich nach, sagt euren Leuten, wo ihr das ganze Ding her habt, dass sie das Video hier auch nochmal sich angucken können, warum das so ist, wie das funktioniert und wieso das auch absolut Sinn macht. Mit Coyote, mit grünem Laser, mit Schalldämpfer und Kurzgriff, also der Laser, die Farbe ist dann mal völlig Latte, aber im Prinzip, es funktioniert, ich kann es nicht anders sagen. Ich habe heute gespielt, auch wieder auf Operation Locker, einfach nur, weil mir die Zeit so ein bisschen davon gerannt ist. Es ist jetzt gerade kurz nach 12, als ich diese Stimme hier aufnehme, also die Voice hier aufnehme. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es ein bisschen eng ist, das dann auch noch bis 14 Uhr hochzuladen. Gestern haben wir etwas länger gestreamt und danach habe ich es nicht mehr geschafft, an den Rechner zu gehen, denn ich habe Stefan Raab geschaut und der ging ja bis irgendwie mitten in die Nacht. Vor allem dieses letzte beknackte Scheißspiel, das vorletzte, meine ich natürlich, hat sich ja so ewig lang hingezogen. Also, verglichen mit der AK-12, also im Prinzip der Standardwaffe, also ein Standardsturmgewehr als Medic, ist die L85A2 wirklich in allen Sachen überlegen. Die Kugeln fliegen schneller, länger, härter, das ganze volle Programm. Wer sich dafür interessiert, kann sich auf thinsig.com die Werte anschauen. Mich interessiert das eher nur so am Rande. Ich kann einfach nur sagen, diese Waffe ist der AK-12 einfach nur überlegen. Und dieses Setup hier macht es dann auch nochmal deutlich besser. Wenn man es schafft, sich hinter die feindlichen Minen zu schlagen oder sie einfach nur ordentlich zu flankieren, ohne auf der Minimap aufzutauchen, gebe ich Akendran absolut recht, es funktioniert hervorragend. Also gerade weil man natürlich hier auch schallgedämmt ist etc., funktioniert es einwandfrei und jeder von euch sollte das einfach mal ausprobieren. Lauft nicht mit der Masse, geht immer mal so ein bisschen außenrum, versucht die Gegner wirklich mal von der Seite oder am besten so schräg von hinten anzugreifen, dass sie es gar nicht erst mitbekommen, aus welcher Richtung sie angegriffen werden. Dann werdet ihr mit genau diesem Setup die besten Ergebnisse erzielen. Kein Scheiß, das ist wirklich wahr. Das ist der absolute Oberhammer. Ich habe in dem Gameplay hier ein paar Mal die Compact 45 ausgepackt. Hat natürlich auch ganz gut funktioniert, gar keine Frage. Allerdings ist sie genau diese Waffe nicht so ganz meine Lieblingspistole. Compact 45 kann man ja so vergleichen. Ich habe mich mit den Pistolen jetzt noch nicht so hundertprozentig auseinandergesetzt. Aber bei mir ist es halt aufgefallen, ich konnte mit der 45er nicht so gut hantieren wie mit diversen anderen Pistolen. Jetzt hier in diesem Gameplay hat es allerdings dann doch wieder geklappt. Ansonsten Medkit und Defi ist natürlich obligatorisch, da muss man gar nichts zu sagen. Ich persönlich nehme in letzter Zeit gerne auch mal die M320 mit, je nach Map und Möglichkeiten. Und Flashes habe ich mitgenommen, also die Flashgranaten, also sprich die Blendgranaten. Smokegranaten finde ich eigentlich unsinnig in Battlefield, weil man sowieso dadurch einwandfrei spotten kann mittlerweile, beziehungsweise schon immer.
Die Flashgranaten habe ich jetzt hier ein paar Mal geschmissen. Ich glaube, ich habe es nicht so häufig mit reingepackt. Als ein oder andere Mal hat es so eine Auswirkung gehabt, aber ich konnte dann genau den Gegner, der geflasht wurde, nicht angreifen, weil sich dann noch ein anderer davor gemogelt hat. Ihr kennt das Ganze auch, dasselbe Problem etc. Also von meiner Seite aus, Sneaky Bitch Loadout, absolut verdient in dieser Art und Weise. 1185er2, richtig geiles Sturmgewehr in diesem Setup. Absolute Empfehlung, vor allen Dingen dann, wenn man es in Spielmodi spielt, wo man sich auch wirklich mal so ein bisschen als, ich sag jetzt mal, Solo-Kämpfer hinter die feindlichen Linien schlagen möchte. Und gerade deshalb habe ich jetzt auch nicht Rush gespielt. Erstens, weil mir die Zeit fehlte und zweitens, weil ich mich auf der Map hier besser auskenne und auch hier immer mal wieder die Möglichkeit gibt, sich von hinten anzuschleichen. Mein Name ist Jimpanze, das war der aktuelle Battlefield-Feldversuch und jetzt warte ich auf eure Kommentare und eure Vorschläge für dieses ganze Ding, damit wir das für die nächste Woche auch mal wieder nach vorne bringen. Fordert uns ruhig mal auf, bei den Livestreams dieses Setup nachzuspielen, weil das solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Mein Name ist Jimpanze, ich sage danke fürs Zuschauen und heute Nachmittag werde ich nochmal ganz spontan, so roundabout 3 Uhr, noch ein paar Stündchen streamen. Wer dabei sein will, einfach reinschauen. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao und tschüss.